Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Heute zeige ich mal ein Kunstvideo, wie ich mich auch entwickelt habe. Viele Künstler denken ja immer am Anfang, sie haben es erreicht. Und jetzt bin ich absolut perfekt mit den Bildern. Nein, man entwickelt sich immer weiter. Kunst kann man auch ganz auslegen. Manchen gefällt die Kunst. Und wie sollte man nachsehen? Wenn einer sagt, die Kunst ist gut, das Kunst ist so gut, wie man selber gerne das fällt. Jeder soll entscheiden, mir gefällt das oder mir gefällt das nicht. Und das sollte man dann auch beherzigen. Zum Beispiel, ich male gerne abstrakt, aber noch viel lieber Landschaften. Ich gehe auch sehr gerne immer in verschiedene Museen rein, gucke mir Bilder an. Ich habe mal einmal, als mein Bild dann aufmerksam war, was will mir der Künstler sagen? Das war eine riesen Leinwand. Auf den Leinwand war ein knallroter Punkt. Bis dem Bild habe ich immer drüber nachgedacht, aber hey, ein roter Punkt, einer sagt, was soll das denn sein? Es hat aber, über die anderen Bilder denke ich nicht drüber nach, aber den roten Punkt näht male ich aber das nicht. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt ein paar Bilder. Am Anfang habe ich mit einem kleinen Format angefangen. Dieses Bild ist von 2012 und zu dem Zeitpunkt dachte ich, das ist das perfekte Bild. Ich lerne aber daraus, dass es nach über 8 Jahren lernen und probieren und neue Techniken ausstudieren, dass ich nie im Leben den perfekt schaffen werde. Aber man ist immer gut. Wir fangen mal an. Jetzt bin ich aktuell auch auf ein paar verschiedene Größen. Das ist mein Riesenformat. Dieses Bild habe ich mal in Urlaub gesehen. Da kann das vielleicht mal vor 10 Jahren gewesen sein oder 5, das weiß ich nicht. Das habe ich in verschiedene Größen gemacht. Aber jedes Bild ist ein Unikat. Hier sehen wir ein abstraktes Bild. Ich nenne es ganz einfach Auswege. Es ist auch dreidimensional. Zuerst ist der Hintergrund mit einem speziellen Sand gemacht. Dann wird es getrocknet. Dann kommt goldene Farbe drauf. Und dann kommen erst die anderen Strukturen drauf. Ja. Ein Bild ist manchmal für mich nicht fertig. Da kann über Jahre gehen, bis ich meine, das Bild ist perfekt. Danach gehe ich auf eine andere Größe. Ich nenne es die mittlere Größe. Dieses in einem alten Stil. Ziemlich dunkel gehalten. Normalerweise, wenn man malt, malt man normalerweise, da sollte man sich aber nicht einflussen, ganz hinten ziemlich hell, dunkler werden und vorne bunt. Aber da lasse ich mich nicht beeinflussen, ich male, wie ich Lust habe. Jeder ist der eigene Gestalter für sein Bild. Hier sehen wir auch zum Beispiel, das sollte man auch gerne machen, Grashalme einarbeiten und Struktur in den Bäumen bringen. Und nicht einfach nur einen braunen Baum oder einen schwarzen, auch dann die Äste, die Form der Äste mitgehen. Das ist sehr gut. Dann habe ich hier, ich habe sehr viel für Landschaften über. Hier sieht man einen Fluss, der durchläuft. Wasser braucht nicht immer nur blau so sein. Es kann mal braun oder auch grün sein. Zum Beispiel die Pigmente, die das Wasser mitreißt, wie zum Beispiel Moos. Dann ist das Wasser grün gefärbt. Aber wir gehen ein bisschen mal weiter. Das haben wir hier auch wieder. Eine Landschaft. Mit Bergen, was ich sehr gerne male. Hier sieht man Struktur drin, nicht einfach eine Farbe. Hier wird die Struktur immer nach. Auf viele kleine Details sollte man achten. Auch der Baum, die Blätter sind in verschiedene Farben. Hier habe ich zum Beispiel 3 verschiedene Farben angewendet. Schwarz, grün und auch gelb. Ich benutze aber keine Standard. Ich mische meine Farben von den Standardfarben meinen eigenen Farbton. Das macht das Bild persönlicher. Wie hier sehen wir auch einfach normale Details, die Berge, das ohne viel, viel Bäume zusätzlich zu malen, aber hier wichtig, die kleinen Vögelchen im Himmel. Hier sehen wir das, bevor ich gerade drüber geredet habe. Wasser braucht nicht immer blau zu sein. Hier ist es grün, dass man die Pigmente, die mitgezogen worden sind, zum Beispiel, so soll man sich vorstellen, so habe ich es auch in etwa gesehen. Das sind alles Bilder, das sind Unikate. Wie hier, das haben wir vorhin im Großformat, aber es ist ein Unikat. Man sollte viel Arbeit und viele Details reinstecken im Bild. Ja, es geht auch ein bisschen weiter. Hier haben wir wieder ein Landschaftsbild mit Tannenbäumen. Ich male sehr gerne Bäume, Tannenbäume, Laubbäume. Und hier sieht man, in den Bergen sollte man sich auch sehr viel verschiedene Farben reinnehmen. Hier eine schöne Holzhütte. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Hier ist es ein abstraktes Bild mit Elemente, abstrakte Tannenbäume und eine Palme. Was ist es oben und unten? Ganz einfach, da kann ja jeder entscheiden, aber ich habe entschieden als Künstler, so wird das Bild
aufgehängt. Aber wenn man einer das hat, kann er hinstellen, wie er gerne möchte. Hier habe ich wieder ein schönes Landschaftsbild. Die Vögel ziemlich klein halten. Die Berge sollten auch mehrere Farben haben. Und in verschiedene Richtungen. Die kann man auch Schatten geben, wie man gerade Lust hat. Und wie der hier in den Bäumen Struktur reinbringen. Hier dieses Bild hat über Jahre gedauert, bis es fertig ist, 2016. Und wurde erst dieses Jahr fertig, weil ich sagte, das ist es korrekt. Das muss einem selber gut gefallen. Ja. Und hier ist... Hier haben wir dann nochmal das Gewässer, wie man es eben mal gesehen hat. Und wieder kam wieder die Erinnerung, wo ich das in Erinnerung wieder kam, wo ich in Urlaub war. Da wurde wieder gemalt. Aber jedes ist ein Unikat. Und hier haben wir wieder auch eins, der Dornbusch oder der Dornbaum. Kleine Details ist immer wichtig. Ja. Und jetzt kommen wir auf den Ursprung zurück, habe ich mir das erinnert, was auch nicht schlecht war, der Kleinformat. Hier sehen wir es, die Mütze. Ja, dann geht es weiter. Grau auf Rot, abstraktes Bild. Der Mann. Das Schöne bei einem abstrakten Bild, man kann dann immer überlegen, was soll das bedeuten? Jeder sieht in dem Bild was anderes. Ich sehe zum Beispiel im Bild einen Kopf. Man kann denken immer, was man will, aber es kommt immer wieder ein neuer Gedanke. Und das macht ein Bild interessant und nicht langweilig. Hier habe ich eine Mischung zwischen abstrakt und aktuell. Blaue Berge und roter Hintergrund. Schon wieder in dem Kleinformat ein schönes Bild aus den Alpen. Schöne Berge, Holzhütte und Bonn. Ja. Wieder das gleiche, wo ich an einem Gewässer stand, wo der Fluss rauskam. Hat mir auch gut gefallen. Dieses Bild hier, das hat mir gefallen in Urlaub. Da war ich in der Schweiz. So habe ich es noch in Erinnerung gehabt. Das ist auch ein älteres Bild von 2017. Die Hütte. Hier auch wieder eine Hütte, wie man sie dann immer sieht beim Wandern. Hier wieder Struktur in dem Stamm oder wie auch hier in der Hütte. Ja, dann wieder ein Landschaftsbild. Und hier ist wieder ein Landschaftsbild. Ich nenne es steil ab oder die Klippe. Und hier ist ein abstraktes Bild mit einer Hütte. Man kann es drehen. Man kann es drehen, dann sieht es fast immer gleich aus. Und deswegen bin ich mir entschieden, dass ich das, wenn ich es signiere, nicht oben oder unten, ich mache es nur seitlich drauf. Deswegen muss man selber entscheiden, wie man das hinhängt. Okay, und dann kam ich jetzt auf die letzten Ideen, wo ich dann die Bilder gemalt habe. Landschaftsbilder. Auch ein schönes Landschaftsbild. Grauer Hintergrund und dann kommen die Bäume raus, besonders hier die Tannenbäume in verschiedenen Farben. Ich verwende hier zum Beispiel unten ein Schwarz, dann ein Grün, dann ein Gelbgrün und dann den Stamm eine andere Farbe. Oder auch hier den Stamm, den zig Farben eingemalt. Wie auch hier, das ist wieder der Hintergrund, den ich gesehen habe, den ich in verschiedene Formate, hier besonders schön rauskommend. Ja, und da habe ich mir lange überlegt, was könnte ich machen? Könnte ich eine Spagat machen, was sich auch zum Beispiel einer, der sich eine Landschaft hinhängt, der sich auch mal ein abstraktes Bild hinhängen würde, was ihm dann vielleicht gefallen würde. Habe ich lange überlegt. Zuerst kam mal früher dann dieses Element hin, da habe ich gesagt, nee. Dann habe ich hier London, gefällt mir auch gut. Dann dachte ich das da, aber auch nicht, das ist ein abstraktes Bild. Hier sehen wir eine Palme. Und eben ein Tannenbaum in weiß-blau. Und ich habe extra hier, das soll so hingehangen werden und nicht so. Es soll zum Nachdenken regen. Das ist noch ein älteres Bild. Da dachte ich, das ist auch elegant. Von 2014. Ja. Und dann kam ich auf die Idee, ein bisschen
einen gediegenen Stil. Ich mal diesen auch. Jeder ist anders. Wie habe ich dann angefangen? Wie, was wird er hinhängen, der ein Landschaftsbild ist? Vielleicht sowas, eventuell. Oder auch dieses hier. Da fing ich ganz einfach an, einen dunklen Hintergrund mit einem speziellen Sand, habe das trocknen lassen, oben eine Schicht goldene Farbe und andere Elemente eingearbeitet. Und das habe ich in verschiedene Dinge immer weiter gemacht. Hier habe ich dann diesen Hintergrund gemacht. Da habe ich Kupferfarben, Goldfarben und Silberfarben verwendet. Und hier das gleiche. Hier habe ich einen grüneren Hintergrund, wieder mit Goldfarben, mit einem anderen Element einfach reingemalt. Und dann kam ich auf die Idee, sowas ist schon eher. Ich nenne es, man kann es Mondfinsternis nennen oder Mondgestöber. Und hier Voll- und Halbmond. Besonders sehen wir hier den Hintergrund, ein dunkler Hintergrund. Das ist ein dunkelblau, trocknen lassen, goldene Farbe drauf und dann die Elemente reinmalen. Und hier, was ideal auch ist, Hintergrund mit Abstandsand, goldene Farbe drauf und Elemente. Und ich meine, das ist auch ein sehr schönes Bild. Ja, ich glaube, das ist für heute gewesen. Ich schreibe dir auch in die Infobox rein, die Formate, die Größe und wie man die Bilder auch erwerben kann. Ciao, ciao, euer Manni.